Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats Abendbrot mit, präsentiert von unserem Partner Pop Feinkost. Wir möchten heute über die ganz jungen Spieler im HSV-Nachwuchs sprechen, über die jungen Kids, die nicht nur Fußballprofi werden möchten, sondern erstmal den Sprung in die U-Mannschaften schaffen wollen. Und dazu begrüße ich einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist der Koordinator des Regionalscoutings, Maximilian Franke. Moin Maxi. Moin Moin. Koordinator Regionalscouting beim HSV im Nachwuchsleistungszentrum. Das klingt spannend. Erklär doch mal zum Einstieg kurz dein Hauptaufgabengebiet. Ist auch auf jeden Fall ein spannender Bereich. Gerade weil bei den Kindern ja einfach so vieles einmal noch passieren kann, was dann irgendwann dann vielleicht hier in der Schüssel endet. Aufgabenbereich ist eigentlich, mit meinem Team zusammen die besten Jungs aus Hamburg und Umgebung für unsere Mannschaften zu finden, die dann irgendwie teilweise zu fördern und dass dann die Jungs irgendwann in unseren U-Mannschaften landen. Dazu gibt es verschiedene Sichtungsveranstaltungen hier beim HSV, wo die Spieler sich dann bei euch ins Blickfeld spielen können und präsentieren können. Da gibt es Tryouts, aber auch den Young Talents Day und den Young Talents Cup. Vielleicht kannst du mal auf die verschiedenen Veranstaltungen und deren Prinzip ein bisschen eingehen. Genau, also die nächste Veranstaltung, die jetzt bei uns stattfindet, das sind die Arriva Tryouts, die am 17. und 18.04. bei uns in Norderstedt stattfinden. Da kann sich jeder für anmelden, also in bestimmten Jahrgängen kann sich jeder für anmelden und da sind dann die Scouts, unsere Trainer dann vor Ort und schauen dann, wie die Jungs sich so präsentieren. Und da ist eigentlich immer viel Aufsehen oder wird viel Aufsehen gesorgt und die Jungs sind immer beim tollen Event dabei und haben eine Menge Spaß. Die Young Talents Days, die werden von unseren Kooperationspartnern ausgeführt. Das sind zum einen der SV Eichede, MTV Treumund Lüneburg und jetzt die JFV Buxtehude. Die sind am 1.5. in Imbeck, am 30.5. in Lüneburg und 31.5. in Eichede. Und alle diese Veranstaltungen laufen am Ende des Jahres zu einem großen Turnier, großen Event zusammen, dem Young Talents Cup, wo dann die auffälligsten Jungs von diesen Events dann nochmal einen Tag oder beziehungsweise zwei Tage bekommen, wo sie dann trainieren und spielen mit unseren Trainern und den Scouts. Und davon die besten Jungs haben dann die Chance, in unsere Perspektivteams zu kommen, die dann in Norderstedt oder in unseren Talentgruppen dann parallel dann stattfinden. Wir haben bereits gesagt, es handelt sich dabei ja um Kinder. Ich glaube, wir sprechen über das Alter 8- bis 11-Jährige. Richtig. Wie muss man sich das vorstellen? Worauf achtet ihr bei so einem Training, dann bei so einem Sichtungsturnier? Kann man da überhaupt schon Talent richtig erkennen? Man kann gewisses Talent schon erkennen, das ist richtig. Ob das am Ende natürlich reicht, dass irgendein Fußballprofi wird, das natürlich dann irgendwie in eine Glaskugel schauen oder ein bisschen der Quatsch oder utopisch zu sagen. Man kann aber schon Bewegungstalente wahrnehmen. So ein Junge, der einfach mit Freude und Begeisterung irgendwie auf dem Platz sich bewegt und das Fußballspielen liebt, würde ich mal sagen. Das sieht man schon. Und einfach so gewisse Sachen wie kann er mit dem Ball umgehen, nutzt er beide Füße, hat er einen Kopf oben, wenn er vielleicht dribbelt oder sieht er seine Mitspieler. Das sind schon Sachen, die kann man wahrnehmen, auch im jungen Alter. Wenn jetzt ein junger, ambitionierter Kicker das erste Mal bei euch bei so einem Sichtungsturnier teilnimmt und auch sein Elternteil vielleicht dabei ist, hast du da Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann? Vorbereiten vielleicht gar nicht. Ich glaube, die Jungs müssen einfach so sein, wie sie sind. Das ist mal ganz entscheidend. Und was man nicht vergessen darf, das ist ein Hobby für viele. Und das soll es eigentlich am Anfang auch bleiben. Die Jungs sollen mit Spaß rangehen, weil ohne Spaß macht das am Ende dann einfach auch keinen Sinn. Wenn die Jungs irgendwie gezwungen werden zum Fußballspielen, entwickeln sich Jungs nicht so, wie sie es gerne sollen. Das ist für euch auch sicherlich immer noch dann der Hauptaspekt, dass man zuerst sagt, okay, das sind Kinder, es soll sich um Spaß handeln, bevor man dann wirklich da den nächsten Fiete-Abend sieht. Richtig, richtig. Am Ende ist es dann ein Hobby. Die Jungs haben sozusagen, das sagen wir den Jungs immer, einen Hauptjob und das ist dann ihre Schule. Wir haben ja unser Standbein-Spielbein-Prinzip und die Jungs sollen ja, wenn es mal mit der Fußballprofikarriere nicht klappt, irgendwie noch eine gute Basis haben und da ist halt die Schule im Fokus. Aber von daher ist natürlich dann, wenn das gewisse Talent dabei ist, freuen wir uns natürlich und wehren uns auch nicht dagegen und nehmen die Jungs dann natürlich gerne zu uns auf. Wenn ihr dann bei dem Auswahlprozess jemanden gescoutet habt, dann ist der nächste Schritt, dass er in der Talentgruppe oder dem Kinderperspektivteam trainiert. Wir fangen mal mit der Talentgruppe an. Da ist das Konzept Wir kommen zu dir. Was verbirgt sich dahinter? Könntest du das mal ein bisschen ausführen? Also wir haben jetzt drei Talentgruppen. Zum einen im Hamburger Osten, im Norden von Hamburgs und auch im Süden. Das Ziel ist eigentlich dahinter, dass wir Jungs aus ihrem gewohnten Umfeld nicht rausreißen wollen. Also das Kinderperspektivprojekt, das findet alles in Norderstedt statt. Und drumherum haben wir halt diese Talentgruppen aufgebaut, damit Jungs irgendwie nicht aus dem Hamburger Osten irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde in der Bahn oder im Auto sitzen, um zu uns zum Training zu kommen, sondern vor Ort in ihrer Region von unseren Trainern
gezielt trainiert werden. In Zusammenarbeit natürlich mit den Heimatvereinen und Heimattrainern. Du sprichst die Zusammenarbeit an mit den Heimatvereinen. Also da gibt es ja dann regionale Mannschaften hier im Umkreis, mit denen ihr dann intensiv zusammenarbeitet. Wie bewertest du da die Entwicklung, dass man da auch viele andere Vereine noch mit ins Boot holt und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit denen? Ich bin jetzt 1,5 Jahre auf der Position, das ist einfach ein ständiger Austausch und der lebt einfach davon, dass man kommuniziert und ich glaube, das wird von Tag zu Tag einfach besser, weil gerade in Hamburg haben wir einen super Standortvorteil und den muss man einfach nutzen und ich sage, klar gibt es den großen HSV und die kleinen Vereine, wie man sie häufig mal bezeichnet, aber im Endeffekt machen die Vereine einfach die Basis dafür, dass wir am Ende erfolgreich sind, weil die bilden die Talente aus und irgendwann, wenn sie dann die Möglichkeit haben, kommen sie vielleicht auch zu uns. Wir suchen natürlich nicht nur bei den Events, sondern das Team oder meine Scouts, die fahren natürlich auch in Hamburg und Umgebung herum und schauen sich Spiele an, Turniere an. Und wenn da ein Junge irgendwie auffällt, dann setze ich mich mit den Vereinen zusammen oder spreche mit dem Jugendleiter und dann wird der Junge zu uns eingeladen oder in die Talentgruppen eingeladen. Und dann geht es in Zusammenarbeit darum, den Jungen zu fördern und ihn auch nicht aus seinem sozialen Umfeld rauszuziehen. Das heißt, die Jungs sind nicht alle 2 Tage bei uns, sondern sie sind immer noch Teil eines Teams, beispielsweise jetzt in Norderstedt. Dort sollen sie auch immer noch angehörig sein. Die kommen aber ab und zu mal alle 2 Wochen oder einmal im Monat dann zu uns ins Training und kriegen so den ersten Eindruck eines NLZs oder eines Leistungsteams mit. Du hast jetzt ein bisschen ausgeführt, wie dann die Zusammenarbeit konkret aussieht. Glaubst du, dass man mit diesem Konzept auch die Persönlichkeitsentwicklung dann schon sehr stark, sage ich mal, beeinflussen kann? Oder ist das so, dass ihr eher dann begleitet und man am Ende erst sieht oder richtig Einfluss nehmen kann, wenn er dann in eine U-Mannschaft kommt? Man kann das Ganze schon ein bisschen steuern, klar. Am Endeffekt geht es darum, wenn wir das mit den Heimatmannschaften und den Heimattrainern gut kommunizieren, dann kann man die Jungs auch schon fördern. Fördern und fördern. Also das ist schon wichtig und ich glaube, das kann den Jungs gut tun. Es gibt vielleicht auch Negativbeispiele, aber da kann man halt, wenn man vielleicht vorher im Vorweg weiter besser kommuniziert hätte, kann das auch dann einen positiven Trend nehmen. Das große Ziel ist dann am Ende für die Talente, die ihr sozusagen vorher schon mal ausgewählt habt, auch wirklich den Sprung in eine U-Mannschaft zu kommen oder zu schaffen und dann im Nachwuchsleistungszentrum in Norderstedt für den HSV zu spielen. Mhm. Wie findet dann da das Auswahlverfahren statt? Wir haben ja, wenn die Jungs dann irgendwann gesichtet worden sind, sei es über die Talentgruppen oder bei uns über das KPT in Norderstedt, die kommen, sind ja dann regelmäßig bei uns im Turnier mit unseren Trainern. Und da sind dann die Scouts immer mit dabei oder die sportliche Leitung und meine Wenigkeiten. Wir schauen dann über die Jungs, diskutieren über die Jungs, sprechen über die Jungs. Und wenn wir dann jetzt beispielsweise immer unsere U11 basteln, immer zur neuen Saison, dann sprechen wir halt auch über einzelne Jungs, die aus der Region kommen, die halt irgendwie in der Nähe wohnen. Und da suchen wir uns schon irgendwie die Spieler aus, wo wir sagen, die passen von der Mentalität her, vom Typ her, von der Persönlichkeit her und natürlich auch vom fußballerischen Vermögen her gut zum HSV. Und dann setzen wir uns da mit den Eltern, mit den Jungs zusammen und sprechen darüber, ob sie sich das vorstellen könnten, beim HSV zu spielen. Manche macht man dann glücklich, anderen bricht man vielleicht das Herz, wenn man einem 11-Jährigen sagt, so, du schaffst es doch nicht in die U-Mannschaft. Kommt das auch vor dann, dass ihr ein Talent sagt, irgendwie, es reicht nicht? Kommt auch leider vor, muss man aber sagen, am Ende ist es auch Leistungssport. Aber für die Jungs ist die Tür eigentlich nie verschlossen. Weil diese Perspektivteams, die laufen ja nicht irgendwie mit 11 aus, sondern die versuchen wir natürlich auch weiterhin zu begleiten, und dass wenn die Jungs älter werden. Klar ist dann irgendwann, kommt dieser Schritt, Leistungssport oder nicht, aber da ist dann einfach so, die Jungs können stolz darauf sein, eigentlich bei uns gewesen zu sein. Wenn man sieht, wie viele Jungs einfach in Hamburg Fußball spielen, sagen wir 10.000 pro Jahrgang, wenn nicht sogar vielleicht mehr, davon sind dann vielleicht 20, die noch nicht beim HSV sind, trainieren bei uns, das ist schon ein großer Schritt, den sie gemacht haben. Ja. Und wenn man zu dieser ersten Scouting-Phase, diesem ganz jungen Alter, darüber sprechen wir ja heute, nicht schafft, dann ist danach immer noch eine Möglichkeit, auch als 12-, 13-Jähriger, 14-Jähriger, der Fußball spielt, das zu schaffen. Definitiv, gerade diese Phase Pubertät oder Anfänge Pubertät, der Körper wächst. Da ploppen manchmal noch irgendwelche Spieler auf, die man vielleicht gar nicht vorher auf dem Schirm hatte, weil die Entwicklung einfach dann so rasant schnell nach vorne gegangen ist, dass man da dann vielleicht die Jungs nochmal einlädt. Wir haben, bestes Beispiel, wir haben einen Jungen gehabt, der war in der U9 im Perspektivkader mit dabei, war dann eine Zeit lang raus, weil das von der Entwicklung einfach nicht gepasst hat. Und dann ist er jetzt zur U13, ist er dann doch wieder da gewesen und ist auch in die Mannschaft reingerutscht. Also die Möglichkeiten stehen immer offen und die Tür ist niemals zu. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Maximilian, für deine Zeit und das interessante Gespräch, mal den Einblick in diese ganz junge Altersklasse zu bekommen. Du hast jetzt abschließend nochmal die Chance, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und mal aufzurufen, wo sich die Jungs denn jetzt konkret im Jahr 2019 bei euch sozusagen präsentieren können.
Ja, also auf unserer Internetseite findet ihr jetzt die Ausschreibung für die Ariba Tryouts. Die finden am 17. und 18.04. statt. Da könnt ihr euch dann über den Link anmelden, zwar die Jahrgänge 2008 bis 2011. Ihr seid herzlich eingeladen, meldet euch an. Wer dort vielleicht keinen Platz mehr bekommen hat, gerne bei den Young Talents Days vorbeischauen, bei unseren Kooperationspartnern melden und dann sehen wir uns wahrscheinlich dort oder vielleicht seht ihr mich oder einen von meinem Team irgendwo in Hamburg auf dem Sportplatz. Ich würde mich freuen und man sieht sich vielleicht. Viel Glück dabei auf jeden Fall. Das war's mit der Folge Abendbrot mit. Wir werden uns jetzt noch eine Stulle schmieren. Sehr gern. Bis dahin, nur der HSV.